Ja, ihr Lieben, und damit willkommen zurück mit einem neuen Outfit und einer neuen Maske. Ich war selbst schuld. Ich hätte dort nicht sein dürfen. Wie wilde Bestien. Als würde ihnen der Metallteufel böse Ohren einflüstern und sie verderben. Wir sind immer noch in Mutterkrone und ich mache jetzt mal die Hauptquest weiter, die Sucherin an den Toren. Hier ist sie, die Heldin von Teufelsleid. Komm her, Mädchen, ich will dich kennenlernen. Du bist also Aloy. Der Kriegstrupp hat von dir erzählt, die Heldin von Teufelsleid. Nur eine von ihnen. Ich kämpfte nicht allein. Bist du Maria? Val sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Ah, dann kann ich Ihnen sagen, dass das erledigt ist. Ich habe die verdorbenen Maschinen vernichtet. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen und zur Göttin beten. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Okay. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt, ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mit Sonas Hilfe. Obwohl sie Ruhe brauchte. Das wird sie keinesfalls einsehen. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Aua. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Okay, war nett mit dir zu reden. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Die Verderbnis treibt die Maschinen zum Angriff. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ach du meine Güte, Hilfe. Okay. Gut. Ich hätte dort nicht sein dürfen. Dann gehen wir da mal hin. Wow. Entschuldigung. Ich versetze schon wieder alle in Aufruhr. Was ist denn los? Okay, die verdorbene Zone ist da hinten. Verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat. Es liegt in Trümmern. Überall die roten Linien, die ganze Verderbnis. Verdorbene Maschinen, wisse? Kommen Sie, verdorbene Wächter. Ha, sehr nice. Ich habe getan, was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Mal sehen, ob mich das Kaja-Fort jetzt über die Berge ziehen lässt.
Was haben wir denn hier? Ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Ich muss jetzt zum Banditenlager. Ich muss hier aufräumen. Mutti muss hier aufräumen. Das geht so nicht. Ich erlaube hier in meinem Nora-Land, in dem heiligen Land, was viele immer dazu sagen, nicht Banditenscherereien. So. Nix da. Hat den Ort wieder aufgeräumt. So wird's gemacht, Leute. So wird's gemacht. Habt ihr sie denn nicht gesehen? Die Verderbnis klebt an den Maschinen wie zäher Honig. Zäher Honig. Verrückt geworden. Verrückt geworden. Oh. Hier ist irgendwo. Opa kommt. Auch in ihrer Nähe. Ja, alles klar. Ah, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ich werde mal kurz meine Sachen wieder loswerden. So. Okay. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Oh, das ist ja noch eine verdorbene Zone. Was ist denn hier los? Verdorbene Zone. Getrennt. Ey! Das ist ja eine Art Rusebockel. Das habe ich von Erik. Erik hat das auch so genannt. Den Beate-Use-Gockel. Siehst du? Sehr nice. Haben wir jetzt hier alles aufgeräumt? Ah, guck mal, hier ist noch. Hier ist noch ein Hündchen. Erste Schritte mit Tido. Kinnersch. Jetzt geht's zum Tagturm. Endlich mal. Begib dich zum Karcher ganz vor. Moment. Muss mal kurz was anpassen. So. Auf jedet! Kampfgeräusche. Wurde das Karcher vor angegriffen? Ja, anscheinend. Oh! Oh nein. Ein Verderber. Geh weg, Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich. Ach, was? Ich bin gefährlicher. Nicht für mich. Heute
heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. So, hier bitte Einlass. So, öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los, öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Ja, nach Westen, Türme. Nach Meridian. Öffnet das Tor. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Mhm. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Eine Sucherin vor den Toren haben wir abgeschlossen. Wer hier das Kommando hat, weiß vielleicht, ob Nakoa hier war. Ja, gute Idee. Nichts als Ärger. Hinterhältig mehr gibt es nicht im Wasser. Ah. Hauptmann Balan, ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Okay. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lag hier befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakir sagt, man muss immer Meldung machen und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Mhm. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Na gut, okay, dann machen wir erstmal das, ne? Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Warte. Dann rechts. Ach. In Hauptquell habe ich mich nie verlaufen. Okay, wir machen, Blasende wir helfen Maschinen ihm erstmal und dann. Was ist schlimm? Dann verlangen wir aber Antworten von ihm. Hier müssten die Maschinen auf Hauptmann Balans Patrouille getroffen sein. Oh. Eine der Kaja ist hier gefallen. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? Geflüchtet, wa? Hm. Folgen mal der Spur einfach. Oh. Noch ein Kaja-Soldat. Wenigstens ein schneller Tod. Okay. Shit. Das kann nicht der Helm des anderen Kaja sein. Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Ach,
Ja, das ist schön, dass wir Spuren lesen können. Das ist schon praktisch. Ich frage mich bloß, wofür sie diese Funktion, also wofür die Alten diese Funktion brauchten oder genutzt haben. Das waren ja auch ganz andere Zeiten. Oh. Überall Blut. Hier hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Let's have a look. Finde Lackier auf der Insel. Aha. Hier haben wir wieder einen Datenpunkt. Reikergebäude. Klingt nice. Kostenlose Pharaoh-Boten bei Abschluss eines Mietvertrags. Lassen Sie Ihre Boten Einkäufe erledigen und Pakete abholen. Das wäre für mich optimal. Überall Blut. Bei der Sonne. Erfülle mich mit Was Sonne. Was ist das? Gesang? Naja, bei Deutschland sucht den Superstar kann er nicht mitmachen. Ich langte ins Bierfass ohne Unterlass. Ich war nicht mal ganz blau und kriegte doch keine Frau. Bei der Sonne, erfülle mich mit Wonne. Ist das Tor versperrt, ist mein Leben nichts mehr wert. Tot finden sie mich dann und meine Leiche starr und klamm. Ich will wieder nach Haus. Dann rücke ich nie mehr aus. Bei der Sonne. Wo ist sie jetzt? Schön leise. Deine Wonne. Kann ich dir helfen? Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Gut. Dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Ohne meine Waffe kann ich nicht zurück. Finde den Bogen, bitte. Ich hole ihn, aber bitte, sing nicht mehr. Danke, Eloy, danke. Meine Ohren werden es dir danken. Und die der anderen. Ihr stört mich irgendwie. Was soll das? Jetzt hier im Karton. So, wo haben wir denn das Schnappbeutel? Was ist das? Jetzt mit Blatt. Ich hoffe, dass es das ist. Der fängt gleich wieder an zu singen. Noch mehr Trinklieder ertrage ich nicht. Autsch! Hier ist dein Bogen. Dann viel Glück.
Danke, ich... Ich wollte nicht in der Fremde sterben, wie meine Männer. Möge die Sonne mit ihnen sein. In fremden Landen. Gut, Auftrag ist abgeschlossen. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal zu dem Hauptmann wieder zurück. Nichts als Ärger. Mehr gibt es nicht im Banu-Land. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Lakir kam allein zurück, etwas angeschlagen. Er war etwas verlegen, als ich dich erwähnte. Warum wohl? Er hat eine schöne Singstimme. Das ist die größte Lüge unter der Sonne. Ja. Ich werde mit ihm darüber reden. Okay. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avard hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Avard sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Das ist gut. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Avard will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja, während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Wie ist es im Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Avard, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Osseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Okay. Die Kaja sind mit den Osseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Avard konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Elsa und Erend halfen ihm. Osseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei. Sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne. Vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Osseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Avard, nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Das stimmt, da kann ich ihm bloß zustimmen. So, mit Nakoa, das muss ich jetzt noch fragen. Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, einen Vorfall. Versuchter Mord. Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Ist er. Hör mal, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt. Aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuche ihn nicht anzugreifen. Okay, dank dir. Ich muss gehen. Gib Bescheid, wenn du was von den Vermissten hörst. Das Anrecht. Ey, ich will das... Ich möchte bitte das Anrecht. Ich möchte bitte das Anrecht lesen.
Das Anrecht, ein Leitfaden vom weit gereisten Aram. Oft öffne ich die Fenster meiner Villa, nicht nur um die Gerüche und den Anblick der Stadt in mich aufzunehmen, sondern auch um die Fragen des Volkes zu hören. Und ebenso oft höre ich dieses. Was sollen wir von diesen Fremden halten, diese Osseram, die plötzlich unsere Verbündeten und sogar unsere Nachbarn sind? Warum essen sie so, wie sie es tun, und warum streiten sie so? Warum riechen sie so stark? Warum trinken sie so viel? Wie einem Sonnenstrahl in der Dunkelheit folgt man solchen Fragen am besten zu ihrem Ursprung. Und so plante ich, um meinen Wissensdurst zu stillen, eine Handelskarawane nach Andrecht zu begleiten. Zumindest bis zum ersten Dorf hinter der Mole. Das Andrecht. Es ist ein stilles Land, wo der Geruch nach Feuer und Rauch schwer in der Luft und in den großen, dünnen Bäumen hängt. Wo der Boden nicht von den Osseram bei ihrer ständigen Suche nach Metall aufgewühlt wurde, ist er gefroren und unter dem Eis ist noch mehr Eis und darunter steinige Erde. Und noch schlimmer, Ruß. Der Ruß ist überall und durchdringt alles. Obwohl ich meine robustesten Reisegewänder trug, war es mir unmöglich, sie sauber zu halten. Einige Osseram-Wäscherinnen bemerkten mein Unbehagen und boten ihre Dienste an, doch ein Blick auf das Wasser in ihren Zubern ließ mich ablehnen. Fürwahr, Reinigkeit ist keine Tugend der Osseram. Trotz der schützenden Hüttenwände aus Schieferplatten und groben Rundsteinen erschien mir das Dorf sehr den Elementen ausgesetzt, die im Anrecht vorherrschend aus kaltem, öligen Regen und Rauchreif bestehen. Dennoch zischten und spuckten die Branden die offenen Feuer. Die Atmosphäre war eifrig und lebhaft, wie man sie auch in einem Stallgebäude erleben würde. Was ich alles erdulde, um mein Stammesvolk das Licht des Wissens zu bringen. Die Osseram haben keine Priester oder Könige und spucken aus, wenn ein solcher Titel erwähnt wird. Allerdings fügen sie sich dem Rat ihrer weisen Männer, den Präfekten. Jede Siedlung scheint solche Männer zu wählen, die sich daraufhin unablässig streiten. Von der Dämmerung bis spät in die Nacht hinein brüllen sie sich gegenseitig an. Meist geht es um Politik und Steuerfragen. Am nächsten Morgen steht bereits eine lange Schlange von Dorfbewohnern bereit, um ihrerseits am Streit teilnehmen zu dürfen. Ich stellte mich für einige Stunden in so eine Schlange, umringt von kreischenden Kindern und schreienden Vögeln, während das Echo der Hammerschläge ein verfluchtes, endloses Hämmern über das zerdrückte Stroh und die matschigen Wagenspuren schallte. Endlich wurde mir erlaubt, vor die drei Präfekten zu treten, um eine Frage zu stellen. Ich wollte sie um ihre Meinung über den Frieden zwischen unseren Stämmen und Sonnenkönig Avars Angebot, sie in Meridian willkommen zu heißen, bitten. Leser, ich schreibe bitten, aber es war nicht so einfach. Die Osseram brachen in Beleidigungen und Streitereien aus, bevor die Worte meine Lippen überhaupt verlassen hatten. Ich wurde unterbrochen, niedergebrüllt, grundlos beschimpft und erst als ich ebenfalls meine Stimme erhob, eine erfrischende Erfahrung, erhielt ich eine mürrische Antwort. Ihre Meinungen sind gelinde gesagt konfus und fahrig und ich werde dieses Pergament nicht mit den Worten beschmutzen, mit denen sie zum Ausdruck gebracht haben. Kurz gesagt, sie erkennen den Vorteil des freien Handels zwischen unseren Stämmen und konnten nach den langen Jahren des Krieges davon profitieren. Allerdings scheinen nur wenige Osseram, die außerhalb von Anrecht handeln, hier ihre Steuern zu bezahlen oder überhaupt zurückzukehren. Die Präfekten glauben, dass sie von einem Lebensstil verfügt werden, den sie durch und durch Karja nennen. Dieser Ausdruck wird stets von Spucken auf den Boden begleitet. Ich gab zurück, dass ihr Misstrauen und ihre Angst vor einer zivilisierten Lebensart absolut Osseram seien, konnte es aber nicht über mich bringen, auszuspucken. Dies verursachte großen Tumult. Danach wurde ich auf den Schultern meiner Gastgeber aus dem Gebäude getragen und mitten in einer Volljährigkeitsfeier abgesetzt. Diese galt jedoch keiner Person, sondern einem neuartigen Gerät. Ich erwachte auf einem Karren kurz vor Scheuerfels. Mein Hals war rau, meine Arme schmerzten von den zahllosen angenommenen Herausforderungen zum Armdrücken. Auf meiner Zunge lag noch der Geschmack eines alkoholischen Getränks, das an Maschinenöl erinnerte. Mein Kopf schmerzte, als hätte ich nie jemand mit einer Axt gespalten. Wahrlich, ich hatte mein Leben riskiert auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob mehr in den Osseram steckt als Kämpfen, Trinken und Brüllen. Kurz gesagt, liebe Leser, nein. Aber hoffen wir, dass sich die Ängste der Präfekten bewahrheiten und dass im Laufe der Zeit das Licht der Sonne und die Macht und Pracht Meridians dieses ungehobelte Volk mäßigen. Ja, da haben wir ein bisschen über die Osseram erfahren, das ist doch auch schön. Was haben wir denn hier?
Können wir irgendwas jetzt verkaufen? Ach so. Ja klar, wir haben hier sehr viele Sachen, die ich gar nicht brauche. Ich weiß, einige werden jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, aber ich brauche die ganzen Sachen nicht, ehrlich gesagt. Ich habe die nie gebraucht da im Spiel. So. Said ist hier. Wir werden jetzt Said nochmal konfrontieren. Ich trete der Sonne stolz. Ich weiß. Da ist er. Ihr seid Said. Und du eine Nora. Deinem Tonfall nach hast du schon von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Mhm. Die letzte Nora, die hier vorbeikam? Ihr meint Nakor? Heißt sie so? Naja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie, sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Ihr bestreitet eure Beteiligung an den roten Raubzügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war an diesen Operationen beteiligt, allerdings nur ganz am Rande. Aber all dieser Unsinn über Folter und Mord, das war ich nicht. Die verwechseln mich mit einem anderen Hauptmann. Einige Kameraden haben zweifellos Schlimmes getan. Doch Sonnenkönig Awad bemüht sich, solche Brutalität zu beenden. Ich glaube ihm nicht. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. Ich trau dem kein Meter. Oder ist noch eine Datei? Noch mehr lesen, juhu! Was haben wir denn hier Feines? Die Störung. Möchte bitte die Störung lesen. Danke. Die Störung der Maschinen. Geschätzte Herren und Damen des Sonnenhofes. Verehrte Kain und Messene. Eure Besorgnis über die anhaltende Störung der Maschinen wurde zur Kenntnis genommen. Es sind zwar schon viele Jahreszeiten seit dem ersten Sichtung dieser erschreckenden Veränderung ins Land gegangen, doch der Sonnenkönig ist sich bewusst, dass es nicht mehr nur um vereinzelte Berichte von Grenzpatrouillen oder Expeditionen der Jägerloge handelt. Man muss sich nur den verlassenen Besitz ansehen, die Anwesen, die euch gehörten, den sich das Juwel zurückerobert hat oder die leeren Grundstücke des gewöhnlichen Katervolks. Ihr sollt wissen, dass der Sonnenkönig sämtliche Maßnahmen ergriffen hat, um das heilige Meridian und die Maislande durch neue Patrouillen zu schützen. Was ein Anflehen der Sonne angeht, glauben wir, dass die Ursache der Störung nicht allein dem Missfallen der Sonne zuzuschreiben ist, da die jahrelangen Opferungen unter Sonnenkönig Jiran keine erkennbare Wirkung auf die Maschinen gezeigt haben. Seine Erleuchtetheit und die Sonnenpriester sind sich einig, dass unser Leid nicht durch Blut gestillt werden kann. Selbst wenn dies eine Prüfung sein sollte, die Sonne uns auferlegt hat. Zu eurer Information werde ich hier darlegen, was uns über die Störung bekannt ist. Die kleineren Maschinen, die Herdenkreaturen, die Galoppierer und Krabbler, die normalerweise vor Menschen geflohen sind, greifen jetzt häufiger an. Die größeren Kreaturen, die sonst nur eine Bedrohung für Trunkenbolde und Narren waren, stürzen sich jetzt in mörderischen Absicht auf Arglose. Ganz zu schweigen vom Erscheinen des Sägezahns und seiner Metallbrüder. Der Verwüster, der Pirscher und der schreckliche Riese, der Donnerkiefer. Sie übertrafen sich gegenseitig als Mörder der Menschen mit einem immer größeren Arsenal seltsamer Waffen.
Die Wildnis ist wegen der Feindseligkeit dieser neuen Maschinen nicht mehr sicher. Allerdings haben sie noch keine Siedlung innerhalb des Sonnenreiches angegriffen. Fremde haben mit zahlreiche fantastische Erklärungen für dieses Verhalten geliefert. Einige glauben, die Maschinen wollen sich an den Menschen rächen, die sie gejagt haben. Doch ein solches Verhalten wurde noch nie bei Bestien aus Fleisch und Blut beobachtet, die nachweislich eher über ein Denk- und Erinnerungsvermögen verfügen. Sowohl Kaja-Jäger als auch Osaram-Bastler haben versucht, das Phänomen durch die Untersuchung gefallener Maschinen zu ergründen, doch sie scheinen sich nicht von den Maschinen zu unterscheiden, die vor der Störung geplündert wurden, und erhalten die gleichen Drähte, Geflechte, Linsen, Herzen und so weiter. Wenn man die Teile dem Licht der Sonne aussetzt oder wie die Osaram mit Feuer und Funken bearbeitet, reagieren sie wie gehabt. Die Banuk geben jedoch an, eine Veränderung in den Maschinengliedern der Maschinengeister festgestellt zu haben. Sie sollen immer misstönender werden. Der Sonnenkönig hat Gesandte nach Ban-Ur geschickt, um mehr zu erfahren, in der Hoffnung, dass ihre Mystik tatsächlich eine Wahrheit enthüllt, wenn das rationale Licht der Sonne darauf scheint. Natürlich begrüßt der Sonnenkönig dankbar eure Beiträge zu Erkenntnissen über die Störung. Er bittet nur darum, diese in schriftlicher Form und nicht bei einem königlichen Audienz zu überbringen. Seine Erleuchtetheit hofft weiterhin, euch in diesen unsicheren Zeiten von der Teilnahme an Maschinenjagden abhalten zu können. Die Stärke eines vereinten Sonnenhofes ist die Stärke aller Kaja. Respektvoller Tashadi, Hofgesandter. Aha, siehst du, haben wir noch ein bisschen was über die Störung erfahren können. So, die Folge ist schon wieder sehr in die Länge gezogen. Nicht nach ihren Erzählungen, aber diese Garnison ist meine einzige Spur. Entschuldigung, ich habe gerade schon wieder Eder unterbrochen. Ich weiß aber auch nie, wann sie redet. So, ich glaube, ich mache mal hier am Lagerfeuer eine kurze Speicherung und dann sehen wir uns frisch und erholt in der nächsten Folge, wenn wir den Taktum verlassen und nach Meridian uns auf den Weg machen, beziehungsweise nach Nakoa suchen. Also bis dahin, macht es gut, passt auf euch auf. Cheerio. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Ja, Eloy. Eloy und ich sagen Ciao mit V. Cheerio.